Wegen der illegalen Einwanderung will der US-Präsident ab dem 10. Juni Strafzölle gegen Mexiko. Die Einführung dieser Sanktionen kündigte Donald Trump auf Twitter an. Am 10. Juni werden die USA Zölle von 5% auf alle Waren verhängen, die aus Mexiko in unser Land kommen. Und dies so lange, wie illegale Migranten durch Mexiko in unser Land kommen. Die mexikanische Regierung nannte die Strafzölle katastrophal, zumal Trump damit droht, diese im Juli auf 10% und bis Oktober auf 25% anzuheben. Trump wirft Mexiko passive Kooperation vor und macht das Nachbarland mitverantwortlich dafür, dass laut US-Behörden täglich im Durchschnitt 4.500 Menschen über die Grenze kommen. Wegen der laut Trump Bedrohung der nationalen Sicherheit wollte er eigentlich die Grenze durch eine Mauer komplett abriegeln.